Gell? Schlafen Eben. geht immer. Bin ich noch zu hören? Ja. Nein. Jetzt nicht. Okay, Aufnahme läuft. So, Okay. alle haben sich meine Worte, die ich gestern geschrieben habe, hoffentlich zu Herzen genommen. Alle haben sich mental und inhaltlich auf den Ablauf vorbereitet, Was hast du geschrieben? weil wir uns nämlich heute ohne mit vorgegebenen Pausen von Übung zu Übung hangeln. Das heißt, das ganze Training läuft per Timer heute. Da gibt es kein Ausreißen, da wird schön durchgearbeitet. Wir fangen an mit 10 Minuten Warm-up, dann piept es, dann kommt 2 Minuten Vorbereitung auf den ersten Kraftteil für 4 schwere Benchpress, immer 3 Minuten Zeit. Das Spiel kennt ihr ja nun hinreichend. Dann nach dem letzten kommen wieder 3 Minuten Pause und Vorbereitung für Front Squats und Mixed Grip Pull-Ups. Das heißt, wir haben 3 Minuten Zeit, 5 bis 10 Pull-Ups zu machen. Mixed Grip heißt eine Hand oben, eine unten. Ja, könnt ihr in der nächsten Runde dann mal so machen, aber auf jeden Fall nie beide gleich haben. 5 bis 10 Wiederholungen, je nachdem, wenn ihr sagt, 5 schaffe ich gerade so ohne Gummiband, macht ihr es halt ohne, ansonsten mit Gummiband. Und danach 5 Front Squat, wo wir das Gewicht steigern. 3 Minuten sollten das auch lang genug sein. Das heißt, der Spaß dauert schon mal 15 Minuten, weil wir 5 Runden haben. Dann kommen automatisch 4 Minuten Pause. In den 4 Minuten bereitet ihr euch auf GT vor, auf das Workout. Auch nicht hochpulsig. 21 Handstand Push-Up, 21 Ringdips oder Dips, 21 Liegestütze. Timecap 17 Minuten und dann kommen automatisch 3 Minuten Pause und Vorbereitung für den Finisher mit Renegade Rows, wo wir 2 Kurzhanteln brauchen und alternierenden Cossack Squats mit Gewicht. 10 Stück. Ja? Ich hoffe, dass ihr das alles so auf dem Schirm habt. Also insbesondere dann fürs Workout, wo wir ein bisschen was vorbereiten müssen, aber nicht viel. Im Grunde genommen sind ja nur 3 Übungen. Und heute wird es auch nicht wahnsinnig hochpulsig. Also es wird jetzt nicht langweilig, aber nicht wahnsinnig hochpulsig. Gibt es Fragen erstmal, bevor ich den Zeiter starte, weil dann ist vorbei. Gibt es eine Das ist ganz schwierig, zum Bedingung Beispiel. Pull-up sowieso. für die Gewichtsklasse? Deswegen Solltet ihr vor euch Gedanken machen. Okay. Ich habe das WhatsApp nicht gelesen. Ich habe Das tut keine mir Ahnung. leid. Dann brauche ich auch keins mehr schreiben, wenn ihr es nicht lest, aber ich habe es wirklich extra explizit nochmal aufgeführt. Aber ihr kennt ja eure Ersatzübung, wenn ihr es jetzt noch nicht machen könnt, wisst ihr ja, was ihr nehmen könnt, könnt ihr ja auch Gorilla Rows zum Beispiel machen. Okay, dann starte ich jetzt mal das Warte, Franz, Spektakel. der hatte auch noch was. Echt? Okay. Ja. Ich hatte nur gefragt, ob es eine Empfehlung gibt wegen den Gewichten bei Weighted Cossacks zum Beispiel. Ach so, ja, da tasten wir uns so rein. Da haben wir ja ein paar Runden Zeit. Dann nehmen wir erstmal eine Dumbbell, keine Ahnung, vielleicht eine 15er oder eine Plate, eine 5er, dass wir erstmal gucken, wie fühlt sich das an. Und dann kann man ja immer noch auf eine Dumbbell gehen oder auf eine 10er Plate bei dir. Ja, Svenja hat eine 10er Dumbbell, glaube ich, auch zur Verfügung oder eine 12,5er zumindest. Also da können wir so ein bisschen hin und her spielen. Dann habe ich nur noch eine Frage, und zwar an Ringdips oder Dips in den Paradingeln. Genau. Steht ja da, also Ringdips oder Dips. Okay. Genau. Ja, hast es dann zwar ein bisschen leichter, aber also wenn du Ringe hast, dann wären mir Ringe lieber. Hast du Ringe? Ja, doch, du hast Ringe, stimmt. Hast du mir verschickt? Ja, stimmt, die habe ich dir ja geschenkt. Ja. Oh. Also dann Ringe heute, Franzi. Okay. Keine Fragen mehr, dann mache ich ein bisschen Musik an. Ihr braucht nur ein Gummiband fürs Warm-up und die Langhantel oder Kurzhanteln fürs Bankdrücken. Und dann starten wir einfach mal ganz entspannt mit 10 Half-Burpee-Tuck-Jumps in 10 Sekunden. Ganz locker, also noch nicht hier hoch Vollgasen, sondern ganz entspannt. Und los geht's. Halber Burpee und nach oben springen.
Den Tuck-Jump. Hände berühren die Knie. So, danach gehen wir in 5 lockere Hindu-Push-Ups. Greifen wir uns das Gummiband. Ich mache mal bloß noch ein bisschen Musik an. Stellen uns rein und machen 10 Quick Press vorne und hinten. Erst vorne, dann hinten. 10 Wiederholungen. So, sind gerade mal knapp 2 Minuten um, dann gehen wir zu unserer Bank oder zu unseren Gewichten und machen 5 Bench Press mit dem ersten Gewicht. Wer ein paar mehr braucht, macht ein paar mehr. Und dann stecken wir das nächste Gewicht auf. Jawohl, 2 Minuten 40. Oh, da ist ja sogar eine Langhantelbank. Und wir gehen in Runde Nummer 2, 10 Half Burpee Tuck Jumps. Los geht's! Und wir machen 5 Mobility Squats mit Halbmond. Nehmen wieder das Gummiband. Und machen 10. Wie hießen die nochmal, wenn ich das Gummiband zur Brust ziehe? Pull Aparts, genau. Aber große Bewegung. Und dann greifen wir etwas enger, gehen über den Kopf. Und machen nochmal 10-mal in den Nacken die Pull-Aparts. Und unsere Bankdrücker. Oder habe ich was vergessen?
Also mindestens 5. Wer mehr machen möchte, wie gesagt, kann das tun. Dann heißt es wieder aufstecken. Und ohne Schnickschnack machen wir 10 Burpees ohne Schnickschnack. Dritte Runde. Los geht's. Volle Burpees. Dann Inchworm. Wir laufen mit gestreckten Beinen nach vorne, machen einen Liegestütz und links und rechts ein Spider-Man mit aufdrehen. Und wieder zurücklaufen. Füße nur kurz berühren, Oberkörper bleibt unten und wieder vorgehen. Inchworm, Liegestütz, Spinnmann. Links, rechts. 5-mal diese Kombination. Und ich habe noch einen. Und wir nehmen nochmal das Gummiband, legen uns auf den Bauch und machen 10 Pass-Through. In der Arch-Position. Oh, Scheiße. Und wir haben noch 3 Minuten, bis die erste Runde anfängt. Das heißt noch 45 Sekunden, bis es piept. Dann haben wir noch 2 Minuten. Und wir arbeiten uns jetzt zu unserem Startgewicht vor. Jeder macht seine Bench Press und legt dann das Startgewicht auf, bitte. Muss jetzt echt meine Stange markieren, weil ich im Liegen nicht sehe, wo die Rüffelung anfängt. So, 2 Minuten jetzt noch, wie gesagt, dann geht's offiziell los.
Ja. Vier Wiederholungen sind gefordert. Ich werde in den 3 Minuten, die wir Zeit haben, da bleiben ja nach 4 Wiederholungen einige Sekunden übrig, ein paar Übungen als Vorbereitung für die Klimmzüge bzw. für die Front Squats bekannt geben, die wir dann so zwischendurch mal mit reinstreuen, damit wir ein bisschen vorbereitet sind auf den nächsten Kraftteil, der danach kommt. Svenja, pump dich nicht aus, wir haben noch 45 Sekunden. Deine Ringe hast du vorbereitet, Svenja? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Very, very good. Very, very good. Okay, 20 Sekunden, dann gehen wir in den ersten Satz. Schatz, ist ein junger Mann bei dir im Haus? Nein. Glaube ich nicht. Irgendein Mann muss da sein. David. Bei dir sind immer Männer. Erste Runde. Oh Gott. Aufstecken. Und wer jetzt soweit ist mit Umstecken, macht bitte mal einen Klimmzug oder einen Schrägzug. Bei Franzi vielleicht kurz die Bank weg und sich schräg ranhängen, damit du schon mal ein bisschen Zugübung hast. Und 10 Kniebeuge ohne Gewicht. Aber den Klimmzug, wenn möglich, schon im Mixgriff. Nur mal einen probieren. Ein oder zwei, nur mal ein bisschen das Gefühl kriegen. Mixgriff? Genau, genau. Ihr macht eure Dumbbells bereit. Oh Gott. Meine starke Jung. Und wer merkt, okay, da werden 5 schwierig, nimmt sich ein Gummiband und macht es an die Stange ran. Und vergesst nicht eure 10 Air Squats. Einfach nur 10 Kniebeuge, schön tief rein. Genau, so 3-4 Stück, Uschi. Und dann 10 Kniebeuge. Und das machen wir dann nach dem nächsten Bankdrücken wieder. Dass ihr euch schon an die Übung angewöhnt, machen wir aber dann die Kniebeuge mit einer Dumbbell zum Beispiel oder einer Plate. Irgendwas, was mindestens 10 Kilo hat. Am besten 15 kann man gut beherrschen. So, zweite Runde in 20 Sekunden. Thank you.
Und dann das finale Gewicht auflegen. Danach denkt ihr an eure Klimmzüge, Vorbereitung vielleicht mit Gummiband, so wie ich. Mixgriff nicht vergessen. Und die Front Squats 5 bis 10 mit Gewicht. Eine Minute bis zur letzten Runde. Wenn die letzte Runde anfängt, haben wir insgesamt 6 Minuten, bis der zweite Kraftteil anfängt. Also eigentlich mehr als genug Zeit dann zum Umbauen für die Front Squats im Rack etc. und Vorbereitung für ein paar Front Squats aus dem Rack. Also braucht ihr euch nicht stressen. Jawohl, gucke mal, Sandra hat Hilfestellung. Very good. Servus. Sekunden. Nächste Woche gehen wir dann ans Maximum mit den 2 Wiederholungen. Gucken wir, ob der Spaß was gebracht hat. 5 Sekunden. Den letzten geschafft habt, könnt ihr umbauen für die Front Squats. Ich habe jetzt 62,5 drauf, ich gehe auf 50 für den ersten Satz fürs Warm-up. Und wir haben noch 5 Minuten Zeit, also kein Stress. Alles so durchgetaktet, dass es gut machbar sein sollte. Für die Front Squats gibt es da ein Startgewicht oder? Nee, es ist schwer as possible. Du fängst mit dem Gewicht an, wo du dich wohlfühlst und steigerst dich pro Runde. Und wenn du in der vorletzten Runde schon beim Maximum bist, wo du sagst, oh, mehr geht nicht, dann bleibst du einfach da. Bereitet die Handgelenke schon mal so ein bisschen auf die Belastung vor. Von den Front Squats. Die haben da ordentlich zu arbeiten. Thank you.
machen wir jetzt ein bisschen Serien und dann nach vorne packen. Aber ich bin leider gut mit meinem Tag gelenkt. Ja, ja. Du kommst auf die. Keine Frontsquats im Reck, Uschmut? Ihr hattet doch einen Reck da, oder? Ja, das ist so niedrig. Kann man das nicht hochstellen? Nein. Das ist nur für Ach so. Okay. So, dann frage ich mal ab in der Zeit, wo ihr noch ein bisschen euch vorbereitet. Sandra, was war dein Gewicht für die 4 Wiederholungen? Am Schluss 40 Kilo. Und du hast 4 geschafft? Ja. Okay, Franzi? 42. 42,5? 43. Okay, sehr gut. Und auch geschafft? Ja, ja. Svenja, du hast mit 2,15 gearbeitet und war kein Problem, oder? Kein Problem. Adelaide? 40. 40 geschafft? Ja. Uschi? 42,5. Okay, auch geschafft. Und Helmut mit 22,5 wahrscheinlich zu langweilig, gell? 85. Achso, ihr habt dann umgesteckt, oder wie? Ja. Ah, ich hab's nicht gesehen. 85, sehr gut. Und 4 Stück. Wir waren ja gut vorbereitet. Ah, da bist du ja ganz nah an mir dran. Ganz, ganz nah. Helmut. Ja, ich arbeite daran. Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, nächste Woche, ob du mich dann wirklich noch knacken kannst. Was ich jetzt nicht glaube, weil ich ja auch extrem zugelegt habe. Ja. Ich habe eh extrem abgelegt, das hilft dir auch. Aber macht dir nichts, freue ich auch. Ich war mal in der Lage, Körpergewicht zu stemmen beim Bankdrücken, auch wenn es nur einmal war, aber da bin ich weit, weit, weit weg. Aber so ist das. So, wir haben jetzt noch 1,20, dann geht es in den zweiten Kraftteil erst mit den Klimmzügen, 5 bis 10 im Mixgrip, dann kurz durchatmen und dann geht es an die Langhantel mit 5 Frontsquats. Und dann wird umgesteckt. Noch eine Minute. Nein, die Pause ist eine Minute. Achso, das geht durch. Also etwas weniger Zeit jetzt zum Rumtrödeln, weil wir 2 Übungen drin haben. Heißer Blick, Svenja. Ich muss das erstmal groß machen. Ach so, warst du nicht vorher? Nee. Okay. Habe ich jetzt eben zwischendurch gemacht. Ja, sehr gut. Aber gut, lüften nicht vergessen. 15 Sekunden. Das zweite Mal heute. Ja, ich habe schon 4. So kannst du ja nicht zunehmen. Ich will ja auch nicht. Aber es gibt da Menschen, die tun, was sie können. Schön aushängen immer wieder. Merkt euch, wie rum ihr gegriffen habt, dass ihr in der nächsten Runde andersrum greift. Und dann geht's in die Frontsquats. Dann aufstecken. Ja,
Und schon mal mit einem Ohr und einem Auge an unsere drei Übungen von GT denken, vom Workout, was danach kommt. Ihr habt aber da auch noch offiziell 4 Minuten Zeit zum Umbauen. Aber ich lege jetzt schon mal meine Handstand-Push-Up-Geschichte hin. Wir haben jetzt 5 Runden, also 4 Runden noch vor uns, also kein Stress mit Vorbereiten irgendwas. Geht das bei dir, Franzi, mit beiden gleichzeitig? Ja, irgendwie, ja. Das trickt schon, gell? Ja. Weil dann muss es bei Sandra auch gehen. Wenn die ihr Band hinten ran macht, dann geht das auch so, wenn es bei Franzi geht. Was denn? Ja, dass du deine Langhantel im Reck lässt. Ach so. Ja. Das geht schon. Dann brauchst du nicht immer clean, ist dann auch ein bisschen rückenschonender. Wann geht's weiter? In 10. Also jetzt gleich 5. Achso, Klimmzüge fangen wir an. Denk dran, jetzt die andere Hand andersrum. Scheiße. Front Squat. Also Workout wird extrem drucklastig. Das ist aber auch der Sinn von diesem Workout, dass wir nur in 3 Druckübungen drin sind. Christi muss von Runde zu Runde schwerer wird. Frage, kann ich statt den Handstand-Push-Ups da das Trickpress machen? Weil mein Magen ist der Meinung, ich soll meinen Kopf nicht unterhalb von ihm geben. Ja, mach das. Ja. Danke. Dritte Runde von 5 in 20. Warum? Alter, 5. 5 wurde gesucht. 5 wurde gesucht. Papi, das was mit unserem Dialekt zu sprechen. Was haben sie gesagt? Nichts haben sie gesagt. Rausgeschmissen haben sie mal. Nur dazu, das ist bayerisch, was du da redest. Das ist in der Mundart. Ja, ich versuche ja auch gar nicht, Österreich deppert zu sprechen. Oh.
Schatz, ich brauche eine Klimmzugstange. Ich bin zu Hause. Durchatmen und dann ran ans Eisen. Wow. Scheiße. Lang nicht mehr gemacht. War es die dritte Runde, gell? Das heißt, wir gehen dann in die vorletzte. Zehn Sekunden. Mitleid. Tiefe. Eine Runde noch. Wie lange geht GT? GT? 17 Minuten. Jetin. Also ihr seht schon am Timecap, das soll schwer sein. Ihr sollt da wirklich schwere Skalierung wählen. Weil ansonsten, wenn was so leicht ist, seid ihr dann 10 Minuten durch. Mir ist lieber, ihr bleibt hängen im Timecap, als dass ihr da so durchfliegt. Also irgendwas zwischen 14 und 17 Minuten sind akzeptabel oder halt mehr.
Also wenn ihr die nächsten beiden Übungen gemacht habt, dann könnt ihr euch ganz in Ruhe auf JT vorbereiten. Ihr habt dann nochmal offiziell 4 Minuten plus den Rest von den 3 Minuten jetzt. Ist das nach dir benannt? AGP dann. Ist ja nicht JP. Aber Jochen, The Online-Box. Okay, letzte Runde. Oh, ich habe Angst vor den letzten 5. Bitte Ruhe. Mann! Oh. So, das ist ein bisschen. Ich habe noch nicht gelernt. Oh. Alter. Gewicht, Edlard. 60. Respekt und volle Tiefe, bist du sicher? Ja, sicher. Weil du bist nicht mehr hochgekommen, oder? Nee, ich hab's dann fallen lassen. Sandra? 33, aber für mich war es genau richtig so. Sehr gut. Franzi? 50. Svenja mit 15, nee, 17er, oder? Eine 17, eine 15. Wie viel Wiederholung? 10. Ah, sehr gut. Sehr gut. Und Usmut auch mit 15, 22, oder? Ja. So, jetzt noch 4 Minuten. Dann geht's unweigerlich los. Erst kommen die Handstand-Push-Ups. Dann kommen die Ringdips. Und dann die Liegestütze. Alle schon mal ein bisschen antesten. Oh Gott. Es wird nicht hochpulsig, keine Angst. Es ist einfach nur, wann wacht mein Muskel wieder auf? Ab einem bestimmten Punkt. Und genau das ist der Sinn. Wo sollen denn die Ringe sein? Auf welcher Höhe? Moment. Also wenn du mal bei mir guckst, bei mir ist der untere Teil vom Ring ein bisschen über der Hüfte. Ist schon fast ein bisschen hoch, aber ich lasse es so, sodass du, wenn du drin stehst, schön in den Dip gehen kannst, ohne dass die Füße gleich den Boden berühren. Also da mache ich wirklich ganz kleine Sätze. Zweier vielleicht am Anfang oder Dreier. Und dann werde ich relativ schnell auf einer Sätze gehen, auf einer
Jetzt bei den Dips. Also wenn, dann ganz dünnes Band. Uschi, wenn du es so machst, machst du einfach doppelte Anzahl. Ah ja, doch, ich glaube, das merkst du auch, oder? Es ist schon leicht so. Nicht so tief, Helmut, nicht so tief. Das war zu tief. 42. Also dann doppelte Anzahl bei den Dips für euch. Das haben wir auch schon mal so gemacht, dass wir die Dips gedoppelt haben. Also für Svenja, Helmut und Uschi. Nimm ein dünnes Band, Adlight. Nimm ein dünnes Band. Franzi, zeig mal, wie sieht's bei dir aus? Boah, das ist auch echt schlimm. Das ist was anderes als die Kabel. Ist schon was anderes, gell? Ja. Boah, Franzi, zeig mal rein. Geh mal rein, genau. Ja. So dann leg dir auch ein dünnes Band hin, Franzi, dass du erstmal ein bisschen reinkommst in diesen Ablauf, weil gleich so anfangen ist schon gar. Und dann einfach Knie rein, ne? Ja, kannst du auch so machen, mach mal. Kannst du, ja. Aber normal machen wir es durch die Ringe durch, aber das kannst du auch so machen. Ist vielleicht sogar besser, weil du dann die Ringe halten musst im Stütz. Mach mal. Bisschen zu viel hier. Naja, so stört dich ein bisschen das Band. Tiefer, tiefer, tiefer. Tiefer? Ja. Also wenn du so klarkommst mit dem Gummiband, ansonsten ist eigentlich so, wie Franzi das macht, die Norm. Durch einen Ring durch, mit Knoten und dann auf den anderen Ring rauflegen. Okay. So Leute, Achtung, noch 30 Sekunden. Oh, 21 Handstand Push-Up, 21 Dips oder das Doppelte und 21 Liegestütze, dann 15,9. Geht hier nicht um den Weltrekord in der Geschwindigkeit, sondern ums schöne Abarbeiten. Und dann noch ich mache die Musik nicht ganz so laut. Viel Spaß. Los geht's. Wenn es am Anfang noch Spaß macht, nehmt euch Pausen, den Muskel nicht gleich dicht machen, alles Oberarm, alles Schulter. Left, right.
13. Wie viel hast du, Franzi? Ah, sehr gut. Helmut, auf den letzten. Gleich Halbzeit vom Timecap.
Halbzeit. 10 die 70. Sag, Quanzi. Genau. Kannst mit Kipping arbeiten. Ach du Scheiße. Also ich mache jetzt einzelne. Oh. Scheiße. Rückwärts.
Ah. Kommt, Leute, dranbleiben, 3 Minuten. In Bewegung bleiben. Jede Wiederholung zählt. Scheiße. Oh. Komm, hör mit mir rein, komm! Sekunden kommt, jede wieder uns hin. Bitte schreibt euch kurz auf, wie viele Minuswiederholungen oder Zeit ihr gebraucht habt. Ich frage danach ab. Ich glaube, ich habe 16, 51 oder sowas. So. 2 Dumbbells, 2 möglichst schwere. Also es sind nur, lass mich gucken, 8 alternierende Renegade Rows. Und für die erste Runde meinetwegen erstmal leichtes Gewicht für die Cossack Squats. Ich zeige nochmal die Renegade Rows. Wir sind in der hohen Planke und versuchen ohne viel Hüftbewegung das Gewicht zur Hüfte zu ziehen und die Hüfte zu berühren. Dass wir möglichst viel aus dem Latissimus ziehen. Und danach kommen die Cossack Squats. Wir haben ein Gewicht, ich habe es jetzt hier vor der Brust und gehen in die volle Cossack-Tiefe. Also ich habe jetzt 5, die sind recht spielerisch, das ist zu leicht, merke ich. Ich werde dann erstmal 10 nehmen. Und das Ganze dann 10 Minuten lang. Einfach nochmal 10 Minuten lang, 8 Renegade Rows, 10 Cossack Squats alternierend. Also wir umarmen, ne? So,
Ja, genau, dass wir möglichst nah am Körper sind, möglichst ohne Ausweichbewegung. Adelaide, was war denn deine Zeit? Warte. 15:32 mit Band. Wir haben noch eine Minute. Svenja, was war deine Zeit oder Wiederholung? Minus? 15:39. Ich schreibe jetzt mal keine Skalierung auf. Franzi? Handicap -7. -7. Sandra? Handicap -18. -18. Uschi? 16:58. 16:58. Und Helmut? 16:40. 16:40. Hat jemand vergessen? Nee, nicht. Okay, geht los mit 8 Renegade Rows. Einfach jetzt M-Rap 10 Minuten. Möglichst sauber durcharbeiten. Musik mache ich gleich an, wenn ich wechsle. Also ganz wenig Ausgleichgewebebewegung, versucht bitte. Ja, ich habe die Tür gesucht, nein, ich habe jetzt bitte zählen. Oh. Oh yeah. Oh, schön. So, für die nächste Runde nehme ich 15 Kilo, weil ich einfach eine Maschine bin. Dann bin ich heute ein ganz kleines Maschinchen. Weil du 20 hast, oder? Okay, die erste Runde ist bei 1,30 ungefähr gewesen, bei mir 1,40 sind es jetzt. Also bei 2 Minuten ungefähr 5 Runden Zielstellung. Ungefähr. Plus, minus. Versucht schön konstant zu arbeiten, möglichst wenig Pausen. Gewicht an Körper, Svenja, halt es hier, guck mal zu uns, genau, klemme es ein. Weil ansonsten versuchst du nur über das Gewicht auszugleichen, das wollen wir nicht. Ja, genau. Die nicht vorhandenen. Wart mal ab, wenn du schwanger bist. Oh je. Zweite Runde habe ich. Ich nehme jetzt mal die verstaubten 25er Dumbbells. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die eigentlich angeschafft habe. Beine. Zum Flexen. Ich gehe in die dritte Runde.
Und wer keine Knieprobleme hat, geht schön tief beim Cossack Squat. Fünfzehn, 45. Ich gehe in Runde Nummer 4. Langsam merke ich die Rückenstrecke. Noch 2 Minuten 20. Komm, versuch die 5 Runden vollzukriegen. Cossacks. Füße ein bisschen enger, Helmut, komm, kannst du? Oh.
Appa. Oh, alter Verrecker. Mein lieber Herr Gesamtverein. Oh. Geschafft. Also ihr merkt schon, ich habe eigentlich genug Reserven eingebaut. Ich glaube, es musste sich jetzt keiner wahnsinnig hetzen zwischen den Sätzen. War alles gut machbar. Außer bin ich mir heute vollkommen wie im Preußen. Wieso? Ja, zack, zack, zack. 3 Minuten und dann 2 und zack und Pause in 12 Minuten. Aber fandest du das wirklich stressig? Nein. Weil ich fand, da war noch gut Reserve drin. Also es hätte noch ein bisschen zackiger sein können. Muss ja, aber es spricht zu 100% der österreichischen Seele, dass man alles von Anfang bis Ende durchplant. Da fühlen wir uns unwohl. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn man es nicht macht bei so einem Programm, weißt du, sonst stehst du da 2 Stunden. Ich meine, wir haben jetzt schon 1,20 gebraucht. Ja, aber das war dann praktisch ja genau geplant, die 1,20, oder? Geht ja gar nicht anders. 1,13 sind es. Aber wir haben ein bisschen uns verquatscht am Anfang. Weil die Uschi nicht angemeldet war. Ja, also Uschi ist primär schuld, deswegen würde ich sagen 30 Strafburpees für Uschi.